Hi Lutschergen, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video zur The Elder Scrolls Online Necrom Hauptstory. Ich habe das Ganze in meinen Streams aufgenommen und für euch zusammengeschnitten, also nicht wundern, wenn ich zwischendrin mal auf den Chat eingehe. Liked und kommentiert gerne das Video, das unterstützt mich und den Kanal und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Sowohl ich als auch Scrooge spüren, wie die Schicksalsfluten wogen und brodeln. Noch schlimmer ist allerdings, dass wir keine Zwiesprache mit Hermaeus Mora halten konnten, seit der Ritus aus dem Schwarzbuch an Verminas Schrein vollendet wurde. Und ihr sagt, ihr habt gesehen, wie Shelrenis Körper Apokrypha betreten hat? Ja, Vermina übernahm ihren Körper, nachdem Fäulniskrone sie geopfert hatte. So verschaffte er Vermina Zugang zu Apokrypha und einen Wirtskörper, durch den sie wirken kann. Sie müssen wissen, wo man die Erinnerung findet, nach der sie suchen. Oder sie haben zumindest einen recht klaren Verdacht. Apokrypha ist unendlich. Ohne die Führung des Schicksals sind wir bar jeden Lichts in der Dunkelheit verloren. Fäulniskrone und Torvesaat haben Wege, unentdeckt zu bleiben. Es bietet sich nur ein gangbarer Weg an. Wir müssen Meisterin Shelreni fragen, wohin Vermina ihren Körper gebracht hat. Werdet ihr das zu Ende bringen, Sante? Ehe das Unglück eintreten kann, das Mora vorhergesehen hat? Kommt jetzt Shelrenis Geist oder so? Ja, bestimmt. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich glaube, wir brauchen einen findigen Nekromanten. Zum Glück stehen uns zwei Verbindungsleute zu Geistern, die noch nicht in Richtung Aetherius aufgebrochen sind, zur Verfügung. Magister Mellen und Vikaga Dain. Sprecht zuerst mit Mellen. Er weiß offenkundig, was mit Telvanni-Magiern geschieht, wenn sie sterben. Okay. Lehrer Mils Idee ist gut. Shelrini hat die Antwort, die wir suchen, und ich weiß, wie man sie erreichen kann. Keine Telvanni-Meisterin, die ihr Gewicht in Qarma gedärmt wird, ist, würde ihren Einfluss auf dieser Ebene ohne einen Kampf aufgeben. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir mit Shelrinis Geist in Verbindung treten können. Ob wir sie aber dazu bringen können, uns zu unterstützen? Nun, das ist eine ganz andere Frage. Wie der Vikar euch berichten kann, untersagt Necrom die Totenbeschwörung. Doch es gibt keine Regularien gegen eine Unterhaltung mit Toten, die mit jemandem reden wollen. Wir müssen Shelrenis Geist nicht rufen. Wir können einfach zu ihm gehen und um eine Audienz bitten. Am selben Ort, an dem ihr mich gefunden habt. In ihrem Turm natürlich. Wir müssen nach Telbaro reisen und ihr Sanktum durchsuchen. Falls ihr Geist noch auf dieser Ebene verweilt, wird sie dort spuken. Buhu. Oh, und nehmt Gadein mit. Wenn sie ein rachsüchtiger Geist geworden ist, könnte sein Fachwissen erforderlich sein. Das sieht nach einer Periete-Kutte aus, ja, aber... Man, die ist auch dabei, das weiß ich, aber... Die Toten beschwören. Das ist verboten. Ja, ja. Beschwörungen sind Ketzerei für euren Orden. Doch wenn der Geist schon da ist... Euch zu helfen, würde meinen Stand aufs Spiel setzen. Wir würden euch nicht darum bitten, wenn die Lage nicht verzweifelt wäre. Niemand erfährt davon. Natürlich helfe ich, Lehrer Mil. Ich kehre nach Apokrypha zurück und versuche, Vermina zu finden, während ihr Geister jagt. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Viel Glück in Telbaro, meine Freunde. Kehrt mit allem, was ihr erfahrt, hierher zurück. Fehlgeschlagen geht. Was? Oh nein! Fehlgeschlagen geht. Oh weh, die Quest geht, ist fehlgeschlagen. Das wollte ich jetzt nicht. Oh nein. Oh weh. Ich bin nicht gegangen. Das musst du mir doch sagen, dass ich gehen soll. Aber da dürfen die doch auch nicht mehr sprechen, wenn ich gehen soll. Ach, das ist aber zu gemein jetzt gewesen, oder? Das ist doch fies. Wahrscheinlich jetzt Bonus-Loot verkackt. Hätte ein Item gegeben, das 5 Millionen Gold wert ist. Wo ist der Hüter? Er hätte schon längst hier sein sollen. Er hat gerade Urlaub.
lebt auch unter Hütern. Arbeitszeitgesetze und so. Der Turm ist verschlossen. Wir brauchen einen anderen Weg hinein. Telvanni-Türme haben stets mehrere Zu- und Ausgänge. Seht euch um. Guck mal, hier. Da ist das Fenster. Warum hauen wir nicht einfach das Fenster kaputt? Hier drüben. Oder auch. Oder wir nehmen das hier. Bitte, es ist einfach für einen Magister, den Schutzzauber einer Meisterin zu brechen. Gehen wir. Shelrinis privates Studierzimmer. Ihre Präsenz hier ist stark. Warum kann ich nicht sehen? Meine Geistersicht erlaubt es euch, sie zu sehen. Nähert euch. Ich werde versuchen, sie ganz zu manifestieren. Sie braucht das Zeug doch nicht mehr. Seid vorsichtig. Fäulniskrone, er hat mich ermordet. Ich vernichte sie alle. Ja. Solcher Zorn und Kummer. Ich versuche, sie zu beruhigen. Das hätte easy auch gekonnt. Wollt ihr euch an meinem Leid ergötzen? Sehen, wie tief ich gesunken bin? Da, wo der Rotz im Keller wacht. What? Ich hätte Haus Telvanni zu neuen Höhen führen können. Stattdessen habe ich alles verloren. All meine Arbeit unvollendet. Mein Vermächtnis liegt in Trümmern. Das ist eure Schuld. Außenseiterin. Eure und die dieser doppelzüngigen, dädrischen Fürsten. Warum im Namen meiner verabscheuungswürdigen Ahnen sollte ich das denn in Betracht ziehen? Ihr seid meine Feindin. Ich bin völlig zufrieden damit, mich zurückzulehnen und zuzusehen, wie Vermina und Periette das zurückstehlen, was ihnen Hermeus Mora ihrer Meinung nach weggenommen hat. Ihr wisst gar nichts von den Telvanni-Außenseiterinnen. Oder von mir. Doch ich muss gestehen, dass ich es hasse, wenn eine größere Macht eine Vereinbarung von gegenseitigem Vorteil nicht einhält. Ehrlich gesagt war meine Rolle bei all dem deutlich schwerer zu erfüllen, als ich mir dies von den Fürsten ausgebeten hatte. Ich habe Mellens Schwarzbuch entschlüsselt, Fäulniskrones Täuschungsgebräu vervollkommnet und den Ritus durchgeführt, der Vermina Zugang zu Apokrypha verschaffte. Und all dies für einen einfachen Gefallen. Schaltet meine Mitbewerber aus und erhebt mich in den Rang einer Erzmagistra. Ich merke, was ihr da getan habt. Schlau. Ich schätze, man hat mich vom Spielbrett genommen. Das verlangt nach ein bisschen Rache von meiner Seite. Der Pfad zur Erinnerung von Vermina führt durch das endlose Panoptikum. Torvesaat wird sie dorthin führen. Es begann mit Torvesaat und seinem Traum von etwas, was vor langer Zeit verloren ging. Er suchte jemanden, der Mellens Schwarzbuch beschaffen und den Ritus durchführen konnte. Im Gegenzug wollte er mir bei der Verwirklichung meines Traums helfen, Erzmagistra zu werden, wenn ich Vermina Treue schwöre. Warum spricht der Hermeus Mora denn eigentlich nicht mehr? Verstummt, sagt ihr? Dann hat mein verbessertes Täuschungsgebräu gewirkt. Oha. Ich hatte Fäulniskrone ja gesagt, dass ich es schaffe. Oha. Ich habe Fäulniskrones Mischung aus Krankheit und Traum genommen, den Ritus etwas angepasst und dessen Fähigkeit, Dinge zu verbergen, tausendfach verstärkt. Wenn Mora verstummt ist, wirkt es auch auf ihn. Er ist von seiner eigenen Ebene abgeschnitten. Gemein. Bin ich ein Genie oder nicht? Das ist schon ziemlich schlau, das muss man ihr lassen, ne? Oh, fürchtet euch nicht. Man kann einen dädrischen Fürsten nicht sehr lange von seiner Ebene trennen. Es sollte allerdings lang genug sein, damit Vermina sich holen kann, was sie sucht. Natürlich kann niemand sagen, was geschieht, wenn eine Ebene von ihrem Fürsten getrennt wird. Nicht einmal bei einer kurzen Trennung. Ich kann euch eure Übertretungen nicht vergeben, Geist, doch ich kann euch Frieden schenken. Ewige Enttäuschung ist wahrscheinlicher. Erzählen wir Leramil in Nekrom, was wir erfahren haben. Was? Kein Portal? Echt jetzt? Frechheit.
Also da hätte man jetzt schon ein Portal bringen können, finde ich. Aber gut, dann müssen wir halt Geld ausgeben. Tch, Frechheit. Easy, sag doch mal was. Easy ist auch verstummt. Ich glaube, sie wurde auch irgendwie mit Täuschungsgebräu verzaubert oder so. Und von der Ebene getrennt. Sie spricht einfach nicht mehr. Aufgaben im Namen des Tempels. Guck mal, Tupac Shakur. Auch da. Kein Portal, ja. Wo geht's hoch? Ach, da. Nee, doch nicht. Wo ist der Weg? Da ist der Weg. Das ist der Weg. Beruhigt euch, Scrooge. Ich bin sicher, Apokrypha geht es nicht so schlecht, wie ihr sagt. Ah, Entsandte. Was ist in Telbaro geschehen? Scrooge ist mit ernüchternden Nachrichten aus Apokrypha zurückgekehrt, während meine eigenen Nachforschungsbemühungen kaum nutzbringender waren. Sagt mir, dass ihr Besseres zu vermelden habt, Entsandte. Yo. Wir, Vermina muss das endlose Panoptikum betreten, um das Geheimnis zu finden, nach dem sie suchen. Das endlose Panoptikum? Genau das. Erst suchten sie eine Erinnerung, die es zu ändern gilt, und jetzt suchen sie... Was? Noch eine Erinnerung? Und können sie den Eingang ein weiteres Mal finden? Nun, wir haben ein Ziel. Jetzt brauchen wir nur noch einen Plan. Was machen wir denn, Lehrer Miel? Was ich an Recherchen zustande brachte, hat mir verraten, dass Vermina eine eindrucksvolle Gegnerin sein wird. Doch um Apokrypha ohne Moras Erlaubnis betreten zu können, braucht sie einen Anker und einen Schild. In diesem Fall Meisterin Shelrenis Körper. Das wird ihr Untergang sein. Shelrenis Körper ist sterblich. Wenn wir ihn vernichten, glaube ich, dass selbst Fäulnis Krones Gebräu Vermina nicht mehr vor dem Wissenden verbergen kann. Natürlich gibt es dann noch das Problem, dass in Apokrypha völliges Chaos herrscht. Doch ein Problem nach dem anderen. Gadein, das könnte gefährlich sein. Es wäre mir lieber, wenn ihr hier bleibt, abseits der Gefahr. Ich schwor, das Relikt zu bergen. Und ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ihr euch ohne mich dieser Gefahr stellt. Also ihr alle. Zum Speien. Was war das denn jetzt? Oh, nee, ich möchte das nicht stehlen. Zum Speien. Flutsch weg. Habe ich mir auch gerade gedacht. Das ist ja zum Speien. Na gut. Auf ins Chroma Inkognito. Oder auch die Quantenebene. Wie ich befürchtete, hat sich der Eingang des endlosen Panoptikums bewegt. Wie es in seinem Wesen liegt. Wir sind gescheitert. Die Wirklichkeit ist verloren. Schade. Noch nicht. Schicksal. Beuge dich meinem Willen. Lehrer Miel, seid vorsichtig. Es bleibt keine Zeit. Das Panoptikum muss
hier existieren. Ich befehle es. Leramin, es ist geschafft. Das Panoptikum ist offen. Alter, was die drauf hat, die Frau. Respekt. Oh nein, Vermina. Ihre Anwesenheit vernichtet das Panoptikum. Leramil, seht euch an. Ihr seid in keiner Verfassung, um weiterzumachen. Unsinn. Nein, ihr habt recht. Entsandte, ihr müsst euch Vermina stellen. Gardein wird mir helfen, zur Schiffrenhalde zurückzukehren. Ihr könnt euch Vermina nicht allein stellen. Ich kann kaum fassen, dass ich das sage, doch ich werde mit euch gehen. Das ist mehr als nur die Anwesenheit eines rivalisierenden dädrischen Fürsten. Hier geschieht noch etwas anderes. Na, macht's gut, ihr zwei, ne? Ich glaube, Verminas Präsenz hat irgendwie Fäulnis Krones Verderbnis verstärkt. Ich bin ein Gefäß des großen Auges. Nutzt meine Hilfe. War das nicht erstaunlich? Total. Töten bereitet mir keine Freude. Aber ich Easy. Bin froh, dass wir die sind, die noch leben. Easy! Easy spricht! Es geschehen noch Wunder. Wir treiben empor. Wir müssen nach unten, Sterbliche. Kann man nicht einfach hüpfen? Nein? Doch. Ha! Eisekalt runtergehüpft. Weil wir es können. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ein Loch in den Trümmern. Wir müssen dort entlang sein. Denkt daran. Vermina ist nicht allein. Fäulnis Krone und Torvisart sind bei ihr. Sterbliche, lasst mich euch helfen. Oh, Buchtornado, wie cool. Der räumt den Weg für uns auf. Oh. Schade. Da war er weg. Eine solche... Stampf. Das sieht aber lecker aus. Ich hätte gerne ein Löffelchen. Die Kisten verbreiten Fäulnis Krones Verderbnis. Die verborgene Sippe. Sieht hier aus, als hätte Vermina eine Armee mitgebracht. Hier, Sterbliche. Lasst Apokrypha eure Feinde zerschmettern. Ach, gib mal Ruhe. Dieses Portal. Vermina ist hindurchgetreten. Ich bin ein Gefäß des großen Auges. Nutzt meine Hilfe. Nein. Dieser Ort fühlt sich uralt an. Als ob seit Ewigkeiten niemand mehr hier war. Die Verbindung aus Ritus und Gebräu hat tadellos gewirkt. Wir sind verborgen und Mora leidet. Torvisart, bringt die Traumfürstin ins Auge. Ich sehe das Auge von Mora über uns. Dorthin müssen wir, Sterbliche. Ein letztes Geschenk im Kern von Apokrypha platzieren. Fäulniskrone. Hat er etwas über... Sterbliche, lasst mich euch helfen. Nein. Achtet nicht auf Fäulniskrone. Wir müssen Vermina erreichen und Shalrinis Körper vernichten.
Ah, oh, guck mal. Eine Überwachungskamera. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich gerade hin muss. Ich habe so die leise Vorahnung, dass ich hier falsch bin, aber... Wir laufen einfach mal weiter. Irgendwohin werden wir schon kommen. Diese Kultisten sind uns im Weg. Beseitigt sie, Sterbliche. Immer. Ich bin ein Gefäß des großen Auges. Nutzt meine Hilfe. Ich bin ein Gefäß des großen Auges. Nutzt meine Hilfe. Ich würde ja gerne, aber die Mobs sind so schnell tot. Wir müssen uns unterhalten. Spürt die Macht des Schicksals. Ja. Fäulniskron ist eine Bedrohung, aber Vermina ist eine Fürstin. Wir sollten Vermina und Torvesaat ins Auge von Mora folgen. Ich habe keine Ahnung, welche von Hermeus Moras Erinnerungen sich in diesem speziellen Auge befindet. Doch wir sollten hineingehen und tun, was wir hier tun wollten. Vermina finden und Meisterin Shelrenis Körper vernichten. Ohne dessen Schutz sollte Mora sie aufspüren können. Ihr habt recht. Ich höre das große Auge nicht mehr. Ich glaube allerdings, dass es etwas mit Verminas Anwesenheit, Fäulniskrones Verderbnis und jenem Ritus zu tun hat, den sie abgeschlossen haben, um die Ebene zu betreten. Es ist nur eine Vermutung, aber wenn wir eines der Probleme lösen, sollte es helfen. Wenn alles tot ist, hast du bestimmt alles richtig gemacht. Ja, ja. Welche, tretet in das Auge von Mora. Die Erinnerung. Was geschah mit dieser Erinnerung? Sie sieht eher wie ein Traum aus. Oder ein Albtraum. Noch eine Erinnerung eines dädrischen Fürsten. Ihr bereist die nettesten Orte. Das muss Verminas Schuld sein. Dumme Fürstin der Träume. Ich spüre einen Fehler. Setzt meine Geistersicht ein, um ihn zu offenbaren. Ich töte sie in einer Welt, die ich geschaffen habe. Ach so. Nochmal Kommando zurück. Wir müssen nochmal zum Eingang. Entschuldigung. So. Hi. Hier bin ich wieder. Hört genau zu, Sterbliche. Verminas Macht hier ist begrenzt. Das ist nicht ihre Ebene und nur durch die Nekromantie, die sie auf Shelrenis Körper angewendet hat, hat sie es soweit geschafft. Sie hat einen Traum um uns gelegt, doch die wahre Erinnerung ist noch hier. Hallo, Herr Luft. Schön, dass ich mit Ihnen sprechen darf. Herr und Frau Luft, meine besten Freunde. Mehr habe ich leider nicht. Es macht mich sehr traurig. Naja. Hauptsache PC und Zocken. Egal. Vermina ist noch nicht sehr lange hier. Sie hatte nicht die Zeit, eine perfekte Traumebene zu schaffen, um sich darin zu verbergen. Sucht nach Fehlern in der Illusion, nach den Rissen in der Fassade. Wir sind in einer geheimen Erinnerung des großen Auges. Das ist nur ein Nachhall von ihm, Teil der Erinnerung. Wie ich schon sagte, Verminas Überlagerung aus Traumstoff ist nicht vollkommen. Und wir können daraus einen Vorteil ziehen. Lasst uns sehen, ob wir nicht ein paar Fehler entdecken, die sich ausnutzen lassen. Gute Idee. Wenn ihr die Schwachpunkte findet, kann ich sie aufbrechen und die wahre Erinnerung darunter freilegen. Natürlich wird uns dies wahrscheinlich in den Wahnsinn treiben, wenn man bedenkt, was dem großen Auge so gemeinhin am Herzen liegt. Ich habe beim letzten Mal Jahrhunderte gebraucht, um mich zu erholen. Ach, wahnsinnig sind wir doch alle. Wieder einmal kommt Melon zur Rettung. Setzt meine Geistersicht in der Nähe von Fehlern ein, um ihn zu entdecken. Ja, ich kann bei mir selbst leider keine Geistersicht einsetzen. Melon, was machen wir denn da jetzt?
Ich tat das Undenkbare. Nun muss ich sicherstellen, dass man es nicht umkehren kann. Das war ein Teil der wahren Erinnerung. Sucht weitere Fehler, die wir durchbrechen können, Sterbliche. Ich werde die Erinnerungen an dieses Ereignis, meine Erinnerungen aufteilen und in die drei Glyphiker verbergen. Das muss die Erinnerung an damals sein, als Hermeus Mora jenes Geheimnis verbarg, wonach der Feind sucht. So wie es begann, gesichert in der Glyphik der verborgenen Wege. Ich glaube, wir wollen hier mal runterhüpfen. Oh. Ups. Jetzt The Bard's Tale. Habe ich schon mal von gehört, ja, aber kennen jetzt nicht direkt. Die Zwiste, die folgten, eingeschlossen in der Glyphik der verlorenen Erinnerungen. Erinnerung an das, was ich tun musste. Versiegelt in der Glyphik der zerschlagenen Reflexionen. Wer macht es in meine Erinnerungen einzudringen? Hi, bin ich. Wir haben, was wir holen wollten, Torresat. Hier entlang. Wie kann Vermina es wagen? Findet sie, schützt die drei Glyphiker. Geht und betretet Mythos! Na, dann wollen wir doch mal den Mythos sehen, ne? Der Mythos. Dies ist Mythos, tief unter dem Eitermeer. Ach, das Eitermeer. Noch eine Erinnerung oder mehr von derselben? Hopp! Oh. Dies ist der Kern von Apokrypha. Erinnert ihr euch, wie Torvesat eine Erinnerung anpasste und die Vergangenheit veränderte? Der Schaden, den sie hier verursachen können, ist gewaltig. Das hört sich spannend an. Das hört sich so an, als könnten sie die Zukunft verändern. Und Tamriel in einen Kataklysmus stürzen. Das wäre geil. Stellt euch das mal vor, die wären erfolgreich. Und das wäre quasi das Ende von The Elder Scrolls Online 1 und... Der Übergang zu The Elder Scrolls Online 2. Keiner verbleibt, der sich uns entgegenstellt. Mit neuer Story. Lasst mich euch helfen. In einer alternativen Zeitlinie. Wie cool wäre das denn bitte? Das wäre ja so genial. Oh, hallo. Wir müssen uns beeilen, Sterbliche.
Lauter Tentakelfreunde, wie schön. Wie viel länger noch, Torresat? Diese Schlösser haben Jahrtausende gehalten. Nun noch etwas näher. Sterbliche des Schicksals! Erneut! Vernichte sie! Hier, Sterbliche! Lasst Apokrypha eure Feinde zerschlagen. Das war ein befriedigender Schlag. Oh, wir können endlich mal tatsächlich die Skills einsetzen. Das ist ja wunderbar. Und der hält auch tatsächlich ein bisschen was aus. Den Fokuspunkt. Wendet meine Geistersicht an, um genau zu treffen. Das geschafft. Das ist ja fast schon episch. War das nicht erstaunlich? Ich habe meine Geistersicht fokussiert. Setzt meine Geistersicht ein, um euer Ziel zu treffen. Nein! Doch! Aber es ist zu nah. Seid verdammt, Moha! Wir müssen fliehen, solange wir können, Torresat. Oh, da kommt der Big Boy. Die Traumweberin flieht. Doch was ist mit dem Glyphengewölbe? Vermina wird für den Schaden büßen, den sie meiner Ebene angetan hat. Tretet näher, Erwählte. Hört meine Worte. Der Chef ist da. Ich habe die gröbsten Auswirkungen von Verminas verderblicher Anwesenheit abgeschüttelt, aber nicht früh genug. Die Eindringlinge sind geflüchtet, doch das Gewölbe der Glyphik... Ihr müsst feststellen, ob das Geheimnis sicher ist. Nicht in irgendeiner Glyphik. In einer der drei ursprünglichen Glyphika, in denen die Gesamtheit jener Erinnerung steckt, die ich alle vergessen ließ. Eine Erinnerung, durch deren Wiederherstellung die Wirklichkeit vernichtet werden würde. Betretet das Gewölbe! Sichert die Glyphik! Das, was ich nicht sehen kann. Die Verderbnis, die durch Apokrypha strömt, schwächt mich weiter. Ich muss alles daran setzen, die Verbindung zu meiner Ebene aufrechtzuhalten. Tretet ein und untersucht die Glyphik. Ich erteile euch die Erlaubnis, in diesen Teil der Erinnerung zu blicken. Es lässt sich nicht vermeiden. Die Schicksalserwählte muss sich vergewissern, dass die Glyphik sicher und die Erinnerung unversehrt ist. Wir werden uns wieder unterhalten, sobald ihr fertig seid. Untersucht die Glyphik der verborgenen Wege. Sie wird euch einen Teil des Geheimnisses offenbaren. Bedauerlicherweise gibt es keinen anderen Weg, um festzustellen, ob die Glyphik noch unversehrt ist. Doch das Schicksal wird es überstehen, wenn einer seiner Fäden leicht zerfasert. Das muss es. Nun geht. Okay. Untersucht die Glyphik und seht, wie all dies begann, Erwählte. Die Glyphik sieht gut aus, Hermeus. Ich glaube, wir können wieder gehen. Ich komme mir gerade vor wie so ein Hausmeister, weißt du, der hier mal so ein bisschen putzt und ein bisschen aufräumt, Lampen austauscht, alternativ Glyphiken. Blub. Warum habt ihr uns alle zusammengerufen, Fürst des Schicksals? Wir müssen uns dieses Problems annehmen, Traumweberin. Ich sah, was geschieht, wenn wir nichts tun. Schon jetzt lösen sich Schicksalsfäden auf. Das Chaos, das sie verursachen, kümmert sie nicht. Das ist es.
Damit kann ich meine Erinnerung wecken. Ich stelle den Rest wieder her, Fürst der Geheimnisse. Ich stelle alles wieder her. Torvesart, nur einer der Ungesehenen konnte hier meinem Blick entgehen. Erwählte, wir müssen reden. Was war das denn jetzt? Warum kommt der da kurz so rein und dann geht er wieder raus? So, hi, da bin ich. Tschüss. Macht's gut, Leute. Meine Macht bleibt gemindert durch die Gifte, mit denen Perjites Anhänger Apokrypha verpestet haben. Doch ihr habt mir geholfen, das schlimmste Miasma abzuschütteln. Ihr habt die Inhalte der Glyphe gesehen, genau wie Torvesart. Das hatte ich nicht erwartet. Noch nicht. Ein Faden der Tapisserie ist gerissen, doch zwei weitere verbleiben. Wenn ihr meine Feinde davon abhalten könnt, die letzten beiden Glyphiker zu entsiegeln, besteht noch eine Chance, Apokrypha und den Rest der Wirklichkeit zu bewahren. Ihr habt gesehen, wie dies begann. Die große Auslassung. Nur etwas aus sehr lange vergangenen Zeiten. Etwas, von dem ich nicht dachte, ihm je wieder zu begegnen. Es ist nicht wichtig. Noch nicht. Jetzt braucht das Schicksal eine Vorkämpferin. Sterbliche. Tut, was ihr bisher getan habt. Folgt eurem Herzen. Kehrt zu Leramil zurück. Besprecht euch mit ihr. Besiegt jene, die sich uns entgegenstellen. Ihr werdet das beste Vorgehen erkennen, wenn das Schicksal es erfordert. Jetzt muss ich meine Kräfte schonen. Apokrypha wird angegriffen und ich spüre seinen Schmerz. Das hat schon etwas Deadlands-Vibes. Das müssen wir echt auch noch spielen. Die Erinnerung. Nutzt das Portal und kehrt zu euren Verbündeten in der Schiffrenhalde zurück. Das werden wir dann aber so ein bisschen mehr skippen, glaube ich. Ich habe mir vorgenommen, ich spiele nur noch die neuesten Add-ons immer komplett am Stück. Aber ja, werden wir auch noch alles spielen. Blackwood haben wir noch nicht gespielt. Das muss alles noch sein. Oder wird noch sein. Will sein. Darf sein. Ich hätte gern wieder einen anderen Begleiter. Ich nehme wieder die Springmaus, die ist toll. So, schönen guten Tag, ich bin wieder da. Die Schicksalserwählte ist zurück. Ich möchte hören, was geschehen ist. Da braucht jemand eine Ibuprofen, glaube ich. Ich habe sie geborgen, Entsandte. Nun verratet mir, was ist geschehen, nachdem wir uns im endlosen Panoptikum getrennt haben? An einen Teil der Erinnerung wurde sich erinnert? Doch die Wirklichkeit hat sich nicht aufgelöst. Also bleibt uns noch Zeit, das alles richtigzustellen. Vermina und ihre Verbündeten greifen weiter Apokrypha an. Aber Hermaeus Mora zu befreien war ein Sieg. Gut gemacht. Dies ist für euch, Entsandte. Cool, Körperkunst. Geheim. Warte mal, ich möchte die mal angucken. Die Körperkunst. Die gute alte Körperkunst. Aussehen müsste das sein, ne? So, Körperbemalungen. Ich habe schon wieder vergessen, was das... Ah, warte, haben wir hier. Abgründiger Kefaliarch. Der abgründige Kefaliarch. Da müssen wir, glaube ich, erstmal das Kostüm wieder ausziehen, ne? Gut, reicht aber auch wieder mit dem unerbittlichen Ernter. So. Kef... Ja, das sieht man jetzt ganz viel, weil wir nicht nackig sind. Warte kurz. Wir könnten uns... Vielleicht klappt das mit dem... Mit dem nordischen... Badetuch. Vielleicht sehen wir es dann. Oh ja, jetzt sehen wir es. Ja, gut. Ich bin ja kein Fan dieser Körperbemalungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen, aber okay.